Morgen machen Sie mit mir das Spannendste, was man mit einem Mann überhaupt machen kann. Nein, versprechen Sie nicht zu viel, Herr Schmidt. Das tue ich nicht, weil es geht um Eisern. Wissen Sie was? Ich bin Hansa Rostock-Fan. Das hat bei mir ihre Gründe. Okay, das war das Ende des Films. Nein, gar nicht wahr. Hallo! Sportfrei. Ciao. Sportfrei! Im Namen des deutschen Kinos, wahrscheinlich sagt vielen der Name Andreas Schmidt nicht mal auf Anhieb etwas, aber das Gesicht kennt fast jeder. Wer ihn in einer seiner Rollen gesehen hat, der vergisst ihn nicht. Heute kam die Nachricht, dass Andreas Schmidt gestorben ist. Gestern schon. Und viel zu früh. Er wurde nur 53 Jahre alt. Sommer vorm Balkon. Der Film, der Andreas Schmidt 2006 über Nacht deutschlandweit bekannt macht. Ich dachte, ich komme mal wieder vorbei. Wolfgang Kuhlhase hat das Drehbuch für diesen deutschen Blockbuster geschrieben. Er spielte immer noch diesen zweiten Aspekt, sozusagen das Unglück im Glück und das Glück im Unglück. Das ist schwer herzustellen, wenn man das nicht kann. Und wenn man das war sein Typus, er hatte immer eine Selbstironie, glaube ich, die spielte er mit. Schmidt hat viele Talente. Er ist im Film und im Fernsehen präsent, spielt mit Horst Krause, inszeniert und spielt Theater. Könnt ihr jetzt von mir verschwinden? Ich mein's ernst, alle beide. Auf jeden Fall, das muss ich sofort posten. Tommy rettet die Wale. Was ihn ausgezeichnet hat, oder wenn man überlegt, wie war eine Arbeit, dann war es bestimmt das, dass er mit allen Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat, ein gutes Team immer schaffen konnte. Das heißt, es war immer eine gute Atmosphäre und das hat ihn wirklich ausgezeichnet und auch anders gemacht als andere. Andreas Schmidt wächst im Märkischen Viertel auf, zum Teil unter prekären Bedingungen. Es war eine durchaus schwierige Kindheit und er hat diese Erfahrung mit hineingenommen in sein Spiel, das ja so unfassbar glaubhaft ist, absolut authentisch gewesen ist. Also er konnte wirklich auftreten als eine Art Virtuose des Normalen und war dabei immer ungekünstelt und vollkommen uneitel. Und so einen wird es nicht mehr geben. Die Lücke, die er gerissen hat, die ist einfach nicht zu schließen. Er war an vielen Dingen interessiert und ohne dass man das jedes Mal sagte, hatten wir so ein offenes Gefühl füreinander. Das hieß, wir machen noch mal was zusammen. Wäre schön gewesen. Andreas Schmidt wurde nur 53 Jahre alt.